Herzlich willkommen beim Netzwerk Ethik heute. Herr Bostelmann, Sie sind jetzt seit über 20 Jahren Wirtschaftsingenieur bei SAP und ein Mann von harten Daten und Fakten. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie weiche Werte wie Achtsamkeit und Meditation bei SAP eingeführt haben oder einführen wollten? Hallo Frau Döpke und hallo liebe Zuschauer. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ein bisschen aus unserer Arbeit berichten zu können. Und um auf Ihre Frage einzugehen, neben dem, dass ich als Wirtschaftsingenieur ein Mensch der harten Daten und Fakten bin, weiß ich gar nicht, bin ich, glaube ich, auch ein Mensch, der sehr empathisch ist und herzlich und ein sehr reiches Innenleben hat. Und naja, letztendlich habe ich Achtsamkeit für mich irgendwann vor rund 15 Jahren entdeckt, war davor skeptisch und habe dann einfach die große Kraft in meiner persönlichen Praxis über die Jahre entdeckt. Und aus dem, um eine ganz lange Geschichte abzukürzen, aus dem ist entstanden, dass ich vor rund 10 Jahren begonnen habe, das zur SAP bringen zu wollen. Das ist dann irgendwann sehr erfolgreich geworden. Und was war für Sie so der zündende Moment, dass die Achtsamkeit in Ihr Leben gekommen ist? Die Achtsamkeit ist über meine damalige Lebensgefährtin in mein Leben gekommen und ich war da so einem, naja, klassischen männlichen Rollenklischee verhaftet, würde ich sagen. Dann habe Triathlon gemacht und habe gedacht, naja, du kannst ja deine Achtsamkeit und dein Yoga machen. Ich mache meinen Triathlon. Das ist gut für meinen, wenn ich mal Stress habe, den abzubauen. Also habe eigentlich keine Ahnung gehabt, worum es ging und habe das dann durch meine Partnerin damals kennengelernt. Und da ist meine Neugierde gewachsen. Und dann habe ich irgendwann begonnen, eine eigene Praxis zu etablieren. Ist in kleinen Schritten und dann seit 15 Jahren gehe ich einmal im Jahr auf einen 10-Tage-Schweigeretreat, Vipassana, und habe eine tägliche Praxis. Und es ist für mich ein ganz, ganz kraftvolles Geschenk. Vielleicht das kraftvollste Geschenk meines erwachsenen Lebens. Also zu sehen, was das verändert, wie das Leben durch meine Praxis reicher und vielfältiger wird. Ja, und wie motivierend war für Sie die Begegnung mit Jade Meng-Tan, der das Achtsamkeitsprogramm Search Inside Yourself bei Google initiiert hat? Die Begegnung mit Jade Meng Tan oder Meng, wie er von den Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, genannt wird, war sehr motivierend, neben anderen. Also ich bin hier ja in San Francisco im Silicon Valley und vor ihm habe ich schon Begegnungen gehabt, zum Beispiel mit Pam Weiss, die hat Achtsamkeit zu Genentech gebracht oder mit Annika Komen und dann kam Meng und diese Menschen, die haben mich inspiriert, Mensch, da ich eine eigene Praxis habe, wie wäre das denn, wenn ich etwas Ähnliches bei der SAP auch aufbaue und dann die Arbeit von Jade Meng Tan und das, was er bei Google aufgebaut hat, das war dann etwas, wo wir vor 10 Jahren sagten, lass uns das doch mal bei der SAP pilotieren, wieso das Rad neu erfinden. Das ist ein sehr solide aufgebautes Programm, bei Google schon sehr erfolgreich. Und das haben wir gemacht und das war eine gute Entscheidung. Ja, und wie war dann der Prozess? Wie ist es Ihnen gelungen, die Führungskräfte quasi davon zu überzeugen, dass Achtsamkeit und Leistung zusammenpassen und dass so ein Programm überhaupt hilfreich wäre? Ja, naja, das ist war ein langer Weg. Ich glaube, also wir haben das sowohl bottom-up gemacht als auch dann top-down, dass ich ja zu Anfang versucht habe, also es gab Leute, die waren interessiert und Leute, die waren eher skeptisch. Und dann hat es eine Weile gebraucht, die richtige Menge an zumindest interessierten Skeptikern zusammenzubringen. Und zumindest mal vor 10 Jahren einen Piloten zu machen, zu sagen, okay, lass uns das Programm doch mal ausprobieren. Das Search Inside Yourself Programm, es war bei Google sehr, sehr erfolgreich. Die Popularität hat geholfen. Und dann haben wir 2013, also 9 Jahre her, den allerersten Piloten hier in Palo Alto gemacht, im Silicon Valley, wo wir ohnehin bei der SAP viele Dinge pilotieren. Und der wurde sehr positiv angenommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass es uns in Deutschland auch probieren, ne, dass ihr da im Silicon Valley in San Francisco meditiert. Das überrascht jetzt noch keinen, auch im Unternehmen. Aber wie ist das denn in Deutschland? Und dann zu unserer Überraschung war es in Deutschland noch positiver angenommen. Also das waren so die ersten Schritte, dass wir gesagt haben, gut, hier ist ein Programm, das könnte funktionieren. Lass uns das mal pilotieren und schauen, was müssen wir gegebenenfalls anpassen, oder
geht das so, geht das überhaupt bei der SAP? War für mich persönlich auch ein großer, auch ein Fragezeichen. Ich wusste damals noch nicht, habe ich nur ein persönliches Hobby, von dem ich sehr überzeugt bin, was aber eher exotisch ist, oder ist das was, was wirklich in einem globalen Unternehmen auch viele, viele Menschen anzieht? Und dann der nächste Schritt der Überzeugung für die Führungskräfte war, dass wir sehr schnell eine Warteliste hatten, also dass da so eine Mund-zu-Mund-Propaganda aus dem oder eine Weiterempfehlung aus dem Programm entstanden ist. Und das ist so geblieben, also dass die Menschen in das Programm reingehen, von anderen gehört haben, wir das dann langsam begonnen haben, das Angebot auszuweiten, die Warteliste immer größer wurde und mit der Warteliste und dann später auch mit Daten, die wir gemessen haben, wuchs die Basis, mehr Management Buy-in zu bekommen. Also als die Warteliste damals 1500 Mitarbeiter hatte, da war unsere damalige Chief Learning Officer, da hat die um einen Termin mit mir gebeten und gesagt, was machst du da? Also so eine Warteliste zu kriegen, das spricht für das Programm, ich unterstütze dich. So, das war ein großer Schritt, genau. Ja, also diese Einführung der Achtsamkeit bei SAP, das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte. Und Sie haben einmal davon gesprochen, dass es so eine stille Revolution sei. Was meinen Sie damit? Naja, Achtsamkeit ist ja gewissermaßen was Leises. Und trotzdem ist es eine radikale Veränderung, zu der wir einladen, wie die Mitarbeiter, wie die Menschen mit der Umwelt in Beziehung treten. Und diese Veränderung, die bei jeder einzelnen Person ja stattfindet und die Summe der Personen macht dann die Kultur des Unternehmens, diese Veränderung ist leise und sie bewirkt aber was Sichtbares. Und deswegen, und auch mit der schieren Größe, dass wir mittlerweile, dass mehr als 14.500 Menschen durch dieses Programm gegangen sind, unsere Warteliste hat derzeit 8.000 Menschen, das hat für mich und für meine Kollegen was Revolutionäres. Das hätte ich mir am Anfang wirklich nicht träumen lassen, dass wir die Kultur des Unternehmens damit wirklich beeinflussen, dass unser Personalchef sagt in Deutschland, das ist Teil der DNA und dass wir das auch spüren und dass wir sogar andere Unternehmen mittlerweile da den Mut machen zu sagen, okay, das kann man ins Unternehmen reintragen. Also das meine ich mit stille Revolution, dass da was Revolutionäres passiert, was nicht so laut daherkommt. Und welches Feedback gab es bisher von den Teilnehmenden? Gab es dazu bisher eine Evaluation über die Wirkung oder auch die Nachhaltigkeit des Programms? Ja, natürlich. Ich meine, SAP als Business-Software-Unternehmen, wir sind natürlich ein datengetriebenes Unternehmen. Wer, wenn nicht dieses Unternehmen? Am Anfang haben wir selbst Evaluierungen gemacht, um es einfach auch nicht zu aufwendig werden zu lassen mit den ersten Kursen. Dann haben wir über die Jahre bei diesen 14.000 Teilnehmern haben wir viele qualitative Feedbacks, dass viele Mitarbeiter sagen, Mensch, da kriege ich ein Geschenk, das Unternehmen gibt mir was an die Hand, was mir hilft, in die Kraft zu kommen. Und dann haben wir zwischen 2015 und 2020 oder 2019 7.000 Mitarbeiter uns angesehen, also unser Data Science Team hat die sich angesehen und die mit einer Kontrollgruppe verglichen oder mit relevanten Kontrollgruppen, hat Zeitrahmenanalysen gemacht und gesehen, was passiert denn da in dem Programm. Also wirklich eine Datenanalyse. Und was da unter anderem rauskam, war, dass das Mitarbeiterengagement signifikant höher ist als das Engagement der Menschen, die nicht durch das Programm gegangen sind. Also wirklich, wenn man HR-Daten miteinander vergleicht und die Daten von Mitarbeiterbefragung. Wir konnten sehen, dass das Vertrauen in die Führungskräfte stärker war und dann nochmal stärker, wenn die Führungskräfte selber auch durch das Programm durchgegangen sind. Nicht notwendigerweise zusammen mit den Mitarbeitern, aber und dann konnten wir sehen, dass die Fehlzeiten der Mitarbeiter, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Abwesenheiten, dass die zurückgingen. Und das sind drei Kennzahlen, die wichtig sind für ein Wissensunternehmen oder für jedes Unternehmen. Also die letzte Kennzahl für jedes Unternehmen, die andere für Wissensunternehmen. Und wenn wir die monetär bewerten, dann kann man, wenn man das ganz konservativ betrachtet, sogar dahin kommen, dass das Programm ein Return on Investment, also auf das Kapital, was wir aufwenden, um das zu trainieren, um Lizenzgebühren zu zahlen, um die Mitarbeiter
zwei Tage bezahlt dieses Training machen zu lassen, dass der Return in gestiegenen Kennzahlen mehr als doppelt so hoch ist. Also dass wir nicht nur seit 2016 das populärste Programm bei der SAP haben, also was die Warteliste und was die Rückmeldung angeht und die Feedbacks, sondern auch, dass wir zum Unternehmenserfolg, zum finanziellen Unternehmenserfolg auch beitragen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja, und wie ist es, was berichten die Mitarbeitenden? Also es gibt ja auch Firmen, in denen das Personal quasi skeptisch ist, wenn das Management mit Achtsamkeit daherkommt. Wunderbar. Die Skepsis macht meinen und den Job meiner Trainerkollegen interessanter. Also wenn da alle schon wissen, Achtsamkeit ist super und mache ich auch, dann bräuchten wir das Programm gar nicht mehr. Also und insbesondere SAP ist ein Wissensunternehmen. Wir haben viele Akademiker, viele Naturwissenschaftler und da sind immer Skeptiker, die kommen und sagen, okay, davon gehört, dann ist ja populär, will ich mir mal angucken. Sitzen dann die erste Zeit erstmal so da und gucken genau und dann irgendwann merkt man aber, okay, wir holen sehr viele ab. Und das macht das Training interessanter und das macht die Dialoge interessant. Und in dem Programm, was wir unterrichten, da haben wir viele neurowissenschaftliche Erklärungen, was so im Gehirn, was die Neurowissenschaftler annehmen, was sich da verändert. Das ist ja noch eine sehr junge Wissenschaft. Und wir laden ein, selber Erfahrung zu machen. Und wir geben einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten. Und wir laden jeden ein, guck, was ist für dich dabei? Ist überhaupt was dabei? Und wenn ja, nimm's mit. Wenn nein, hast du es ausprobiert, gut. Also wir versuchen da wirklich, und das sage ich auch, wir machen ja auch Teacher-Trainings, dass wir nicht missionarisch sind, dass man nicht aus dem eigenen, ja, ich glaube dran, und für mich ist es stark, dass man trotzdem in einer ruhigen Gelassenheit bleibt und sagt, hier ist ein Geschenk, schau es dir an, ob es was für dich ist, und wenn nicht, ist auch okay, dann haben wir es versucht. Mhm. Ja, und wie ist es aus Ihrer Sicht, ist Achtsamkeit das richtige Mittel, um mit diesen dramatisch sich verändernden, also mit diesen Veränderungsprozessen umzugehen, wie den digitalen Wandel oder die Globalisierung in der Arbeitswelt und damit einhergehend natürlich auch die Ängste und die stark ansteigenden Depressionen, die Arbeitsüberlastung. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ich würde sagen, es ist nicht das oder das einzige richtige Mittel, aber es ist vielleicht ein Mittel, was helfen kann. Und es gibt so ein schönes Zitat von Jon Kabat-Zinn, der sagt, du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, sie besser, oder du kannst lernen, sie zu surfen, besser zu surfen. Was das bedeutet in meiner, wenn ich es übersetze, ist, dass also A, sind Wirtschaftsunternehmen stehen im Wettbewerb, also da ist natürlich immer auch ein gewisser Druck da, und dass das Wirtschaftsunternehmen versucht, da eine gute Balance zu halten. Und neben dem ist die Welt insgesamt wird ja unsicherer. Und das ist eine psychologische Belastung für uns alle. Und wenn wir uns die letzten 2-3 Jahre angucken, mit Klimawandel, mit der Pandemie, der Covid-Pandemie, die Situation in Europa mit dem Krieg in der Ukraine. Und also das macht ja einen großen Druck und das alleine sorgt ja schon für Belastung und dann eine immer schneller werdende Wirtschaftswelt. Und ich glaube, dass Achtsamkeit helfen kann, dem Mitarbeiter oder generell Menschen, und Mitarbeiter im Unternehmen sind ja auch nur ein Teil der Gesellschaft, diesen Mitarbeitern zu helfen, Stärken zu stärken, Schwächen zu erkennen, Grenzen aufzuzeigen, besser zu sagen, okay, so weit kann ich, das kann ich nicht mehr. Und gemeinsam eine Kultur der psychologischen Sicherheit im Unternehmen zu etablieren, wo es auch okay ist zu sagen, hier sind Grenzen oder hier habe ich gerade, das wird mir zu viel oder hier habe ich eine Sorge, dass die Unternehmenskultur sich auch verändert. Und mir ist an der Stelle wichtig zu sagen, dass das Achtsamkeit ist kein Allheilmittel. Machen wir Achtsamkeit, dann ist alles fein. Ist auch kein weiches Kissen, das wir über die Missstände legen. Also ich glaube, im Gegenteil, wir beraten ja viele Unternehmen mittlerweile. Wenn man Achtsamkeit in Unternehmen bringt, was eine toxische Kultur hat, dann kann das eher dazu führen, dass die Mitarbeiter vielleicht wacher und kritischer werden und entweder das Unternehmen verlassen oder zumindest die Kultur sehr herausfordern. Also das ist mein Blick darauf. Ja, und ein Kritikpunkt ist ja auch immer wieder, dass Achtsamkeitstrainings in Unternehmen profitorientiert zur Leistungssteigerung und Selbstoptimierung angeboten werden
um noch mehr aus den Mitarbeitern rauszuholen. Was sagen Sie dazu? Auch eine wichtige Frage, ganz klar, die wir auch immer wieder kritisch betrachten. Denn diese ganze Debatte in den USA unter dem Stichwort Mac Mindfulness, ne, also wo das der Ron Purser, der hier auch in San Francisco sitzt, nebenan quasi das immer wieder kritisch betrachtet. Und aber so wie Sie es gerade gesagt haben, glaube ich, dass die Menschen, also das Unternehmen beutet sie aus, so profitorientiert, und da werden die Menschen ja als sehr unmündige Wesen betrachtet. Und ich kann jetzt nur für das, was wir bei der SAP machen, sprechen. Und bei uns ist es so, dass keiner gezwungen wird. Wir geben das als ein Angebot, dass der Mensch sagt, hier ist was, das kann dir vielleicht helfen, deine Stärken zu stärken, so wie wir vielleicht anbieten können, hier ist ein Fitnessraum, du kannst körperlich fitter werden. Und dass ich meine Stärken stärke, meine Schwächen besser erkenne, Grenzen setze, glaube ich, führt zu einer Win-Win-Situation. Also das natürlich hat das Unternehmen ein Interesse, dass die Mitarbeiter kraftvoll sind, dass die gut in der Lage sind, mit den Herausforderungen umzugehen. Aber das Unternehmen und gerade die SAP hat auch ein Interesse zu sagen, und du musst auch erkennen, wann du Stopp sagst. Also wir sind ja ein sehr flexibles Unternehmen. Die Mitarbeiter können in fast allen Ländern im Office oder wo und wann auch immer sie wollen arbeiten. Das heißt, sie haben die immense Flexibilität in unserer digitalen Arbeitswelt, die ein großes Geschenk ist, aber diese immense Flexibilität führt auch dazu, dass manche, gerade jüngere Mitarbeiter, das noch nicht so gut können, für sich Grenzen zu setzen, weil man kann ja im Grunde 24 Stunden am Tag, 365 Tage was machen, und da zu sagen, wir wollen, und das ist von der Unternehmensführung genauso gewünscht und unterstützt. Wir wollen, dass ihr natürlich einen guten Job macht, aber dass ihr eure Grenzen kennenlernt und die auch setzt. Und letzter Punkt zu diesem Leistungssteigerung und Selbstoptimierung. Wie gesagt, es ist freiwillig. Und die Mitarbeiter, die kein Interesse daran haben, die werden nicht gezwungen. Also es ist nicht, dass jetzt jeder hingehen muss und nicht geboxt wird. Und wir haben einen großen Teil von Mitarbeitern, die sagen, interessiert mich nicht. Und das ist auch okay. Aber damit ist es eine lebendige und eine ehrliche Kultur. Wobei natürlich mein Team und ich, wir uns wünschen, dass wir viel erreichen. Ja, danke. Ja, jetzt möchte ich doch noch mal eine kritische Frage stellen. Und zwar, manchmal wird ja Achtsamkeit auch als Feigenblatt benutzt und dann wird Mitarbeitenden suggeriert, so im Sinne von, der Stress ist selbstverschuldet, ja, und trotz Mitarbeiterschulungen für die Gesundheit, darf man, finde ich, die Unternehmen nicht aus der Verantwortung entlassen. Und meine Frage ist, was tut SAP bei den Rahmenbedingungen, wenn der Stresspegel zu hoch wird, also wenn zum Beispiel Personal gespart wird und die Situation mit Achtsamkeit nicht mehr abgefedert werden kann? Also nochmal, ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die natürlich das Unternehmen im Blick haben muss. Und nochmal, es geht darum, aus meiner Sicht eine gesunde Balance im Unternehmen zu finden zwischen auf der einen Seite natürlich Wettbewerbsfähigkeit, zwischen Kundenzufriedenheit, das sind Kunden, die für eine bestimmte Dienstleistung Geld bezahlen, und auf der anderen Seite eine menschliche Unternehmenskultur, die den Einzelnen nicht überlastet. Und SAP ist sich dieser Verantwortung bewusst und unterstreicht das mit einer Vielzahl von Angeboten. Also ich bin ja mit meinem Team im Future of Work, also das geht um die Unternehmenskulturbereich angesiedelt, und darin im globalen Health, Safety and Wellbeing Team, wo ja eine Vielzahl von Angeboten da sind. Also einerseits werden die Führungskräfte dahingehend geschult, dass dort ein Bewusstsein da ist. Wir haben verschiedene Programme, die den Mitarbeiter, wenn du sagst, ich fühle mich sehr gestresst, mir ist es zu viel, wo denen Hilfe an die Hand geboten wird. Wir haben ein Ombudsoffice mit mehreren Mitarbeitern, die Konflikte klären. Wir haben Programme für Healthy Leadership, dass unsere Leader dahingehend sensibilisiert werden. Es gibt das ist relativ vor kurzem etabliert worden, eine Mental Health Pledge, also das vom Vorstand und von vielen Führungskräften, dass die eingeladen werden, dass die sagen, ja, mentale Gesundheit ist wichtig für mich, und ich stehe dahinter, dass die SAP mit gesunden und zufriedenen und ja, gesunden und zufriedenen Mitarbeitern
arbeitet und dass dort nicht zu viel Druck aufgebaut wird. Und was ich in der vorigen Frage sagte, also ist eine Balance. Aber ich glaube, dass ich weiß, dass SAP da sehr, sehr viel macht und den Mitarbeiter im Blick hat. Ja, vielleicht zum Schluss noch die Frage, Herr Bosselmann, haben Sie eine Zukunftsvision, wie eine Kultur der Achtsamkeit langfristig in die Unternehmen integriert werden könnte und ob es da so eine Win-Win-Situation geben kann für die Unternehmen und für die Mitarbeiter? Ja, ich glaube, eine schöne Frage, dass wenn es Achtsamkeitsprogramme sind, die wirklich zur eigenen Praxis der Mitarbeiter einladen, die wirklich nach und nach im Unternehmen gelebt werden, das ist ja auch ein schrittweiser Kulturwandel, wo die Trainer aus dem Unternehmen herauskommen, was die Frage haben wir gar nicht behandelt, aber das ist ja bei uns auch der Fall, und wo nach und nach die Kultur sich dahin ändert, zu sehen, dass eine Kultur mit einer höheren Selbstwahrnehmung, mit einer höheren Selbstregulierung, mit einer höheren Empathie, dass die etwas macht, wie wir miteinander umgehen, wo dieses ganze Thema Achtsamkeit, und viele denken ja noch, das ist so was, so ein Sozialklimbim, wo das demystifiziert wird und wo das mehr in der Mitte des Unternehmens ankommt, wie es in der Gesellschaft ankommt. Das ist meine Vision, also dass das weiter gelebt wird. Das erleben wir bei uns, das erleben wir bei anderen Großunternehmen, mit denen wir arbeiten, und auch kleineren Unternehmen, weil letztendlich nehme ich eine große Sehnsucht wahr bei vielen Menschen mit diesen vielfältigen Herausforderungen in der globalen Welt und dann vielleicht auch in der Arbeitswelt besser umgehen zu können und nach Mitteln zu suchen, wie kann ich mich da stärken, dass ich da mit mehr Zufriedenheit und Gelassenheit das mache. Und letztendlich sind die Menschen in Unternehmen und die Menschen bei der SAP auch nur ein Teil der Gesellschaft und spiegeln das. Und meine Vision ist, und das ist auch Teil dessen, was mich antreibt in meiner Arbeit, dass ich glaube, wenn wir es schaffen, in erfolgreichen Unternehmen Achtsamkeitspraktiken zu etablieren, dass dieses dann auch wiederum in die Gesellschaft ausstrahlt, dass das tatsächlich auch ein Leuchtturm sein kann, dass sie sagen, guck mal, diese Unternehmen machen das, das gucke ich mir auch mal an, oder dass die Mitarbeiter das in ihre Familien, in ihre Freundeskreise tragen. Ja, das ist meine Vision, dass die Welt insgesamt, also der Mitarbeiter in Unternehmen und darüber hinaus, mehr innere Arbeit macht, selbst wahrnehmender, emotional intelligenter, friedvoller, weniger reaktiv wird. Und ich hoffe, dass wir mit dem, was wir tun, dazu beitragen. Ja, Herr Bosselmann, möge Ihre Vision in Erfüllung gehen, und vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Danke, Frau Döpke, es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass ich ein, zwei Impulse geben konnte, die dazu beitragen. Mhm.